Schönen guten, mein Lieben. Da sind wir wieder mit Mats aus der Retro-Playlist. Und wir haben ja letzte Folge hier aufgehört und haben überlegt, ob wir vielleicht noch irgendwie einen kaufen wollen. Beziehungsweise diesen hier. Und weil der sieht ja gar nicht mal so. Ich meine, Gesundheit ist echt ein bisschen low. Da war dieser hier aber noch ein bisschen lower. Richtig. Dafür war die Stärke ein bisschen höher. Möglicherweise. Muss man nochmal gucken. Nö, der ist insgesamt besser. Deswegen werde ich den einfach noch kaufen. Entschuldigung, den Skorpion kaufen. Und ich würde sagen, wir lassen die Zeit vorlaufen. Jetzt haben wir 10. 10 Skorpione. Das heißt, wir können locker flockig 5000 auf uns setzen. Und auf die Ice Cubes setzen wir auch nochmal alles. Sind nur noch 1000 noch was. Oh. Ja. Entschuldigung, Mensch, verdammte Scheiße, du, da habe ich auch mal wieder. So, dann wollen wir jetzt hier spielen. Gegen die Snowbears. Einer gegen Komp. Einer gegen Komb. Komb. Wir spielen aggressiv, bestimmt. Ne, oder lass mal taktisch spielen, oder? Sollen wir mal taktisch weiterspielen, weil ich weiß es nicht. Komm, wir spielen taktisch. Mal eine Runde, wir machen Geschwindigkeit schnell. Wieder. Steuerung Maus. Für Spieler 1 natürlich. So, danke. Und ja, seht, wir können jetzt das ganze Team auswechseln. Also wir sind ganz weit vorne. Wir können ordentlich in die Vollen hauen eigentlich. Wir könnten aggressiv spielen, aber wir lassen das. Wir wollen mal gucken, wie es so ausgeht. Wie es so ausgeht und aussieht und so weiter und so fort. Oh, die haben keine Skorpione. Das ist gut, liebe Freunde. Das ist sehr gut sogar. Für uns macht das schon einen kleinen Unterschied. Oh, natürlich, wenn wir die jetzt da frei laufen lassen, dann kriegen wir halt Probleme, aber sonst. Zack, da war auch schon einer weg. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es so, dass wir, wenn die jetzt keine Spieler mehr haben und das Spiel müssen dann aufgeben, das, also dezimiert heißt das ja hier. Dann haben wir das Spiel, obwohl wir, glaube ich, hinten liegen oder so, haben wir das Spiel trotzdem gewonnen, weil die halt nicht weiterspielen können. Es ist so eine Art sag mal, was ist denn hier los? Disqualifikation! So, da hat er durchgelaufen, du. Da hat er durchgelaufen, du. Oh, fällt er doch noch hin. Ey, wir liegen hier hinten, Leute. Merkt ihr, ne? Da wird schon wieder einer gefressen. Ich hoffe ja wirklich, dass wir das irgendwie 3 zu 0. Das müssen wir erstmal aufholen. Das wird nicht ganz so einfach. Das wird nicht ganz so einfach, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Würde ich sagen. Lauf, Forest, lauf. So, da steht es nur noch 2 zu 3. Und jetzt sehen wir das vielleicht, wenn die Krake kommt. Da kommt sie auch schon. Ah, er hat es nochmal so geschafft. Ich weiß nicht, habt ihr das schon gesehen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der würde es auch mit Krake überleben. Und das ist ziemlich interessant, finde ich. Gib mir den Ball. Warum gibst du mir den nicht? Nummer 9. Lässt sich da nochmal austricksen. Eieiei, ich hol ihn euch. Die sind halt ein bisschen schneller und so, ne? Das heißt, es steht jetzt 4 zu 3. 4 zu 2? Ja, 4 zu 2. Sollte stehen. 4 zu 2, genau. Man sieht es sogar. Wunderbar. Nummer 5. Ja, wir müssen schon aufpassen, dass wir entweder jetzt ein paar Punkte machen oder hier ein paar Spieler dezimieren, damit wir hier gewinnen. Aber das sollte schon möglich sein, ne? Sonst wird das alles nicht so einfach. Leider. Komm, komm, setz dich durch. Ja, gegen so viele kann er dann auch nichts machen. Nimm ihn doch. Alter. Muss ich da hin? Ich kann da nicht kommen, ne? Komm rüber. Das gibt's nicht. Oh, nicht getroffen. Eine Glücke.
aber schon wieder gefressen. Ist ja krass. Ich ändere das jetzt. Ich gehe jetzt auf aggressiv. Und wollen wir hoffen, dass wir hier siegen. Trotzdem noch. Leute, ich möchte das Spiel gewinnen. Und zwar mit Punkten. Am liebsten. Was? Ich? Ich hab nichts gemacht. Beschiss ist das doch. Dann machen die natürlich noch einen Punkt, ne? Ich glaub's nicht. Ja, die brauchen so viele Spieler, weil die einfach nicht weiter, weil die hier dauernd gefressen werden. Das ist natürlich hart. Oh, shit. 6. Oh, oh. Das könnte, es würde hängen. Also ich glaube, wir können das Spiel jetzt nur noch gewinnen, indem wir hier quasi die Spieler dezimieren. Das ist der einzige Weg, was wir hier machen können, glaube ich. Oh ne, holt ihn euch. Wenn ihr jetzt zwei frisst, wäre auch schön. Ne, er frisst nur einen. Er sucht sich dann einen aus. Das Spiel ist vorbei, weil er keine Leute mehr hat. Gehe ich mal schwer von aus. Ja, wir haben gewonnen. Sie haben durch Dezimierung gewonnen. Das heißt, wir sind weiter, ne? Jetzt müssten wir mal gucken. Eigentlich haben wir jetzt die Liga gewonnen. Genau. Genug Statistik. Tatsache. Das ist es. Jetzt haben sie alles, was sie wollten, erreicht. Sie sind jetzt erfolgreich, reich und berühmt. Aber wo ist der Gold Cup? Dies ist nur ein regionaler Pokal. Jemand muss ihn gestohlen haben. Aha. Böse Falle. Böse Falle, sage ich euch. Spiel speichern? Ja, aber sicher. Wir könnten jetzt hier speichern, ne? Oder sollen wir da speichern? Speichern hier mal. Umbenennen, okay. Die Sieger, würde ich sagen. Sieger. So ist schön. So, jetzt weiß ich nicht genau. Wir könnten mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Oder lieber nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ne? Wir gehen jetzt hier raus. Ne, warte mal. Wir gehen erstmal zum Heiler, bevor ich hier irgendwas falsch mache. Jetzt kommt es nämlich drauf an, Leute. Jetzt ist es... wir müssen erstmal Kohle abholen. 10.000 gewonnen. Sehr schön. Freue ich mich. Jetzt wollten wir mal den Heiler suchen. Wo ist er denn? Der Kleine. Da ist er ja, der Süße. So, pass auf. Jetzt machen wir erstmal alle gesund. Bevor wir dann ins nächste Level gehen. Und dann werden wir weitersehen. Ob wir hier das letzte Spiel noch machen können. Das sehen wir dann. So, wir sind alle gesund. Und jetzt gehen wir mal raus. Und werden die Stadt verlassen. Okay. Oh, und dann haben wir hier noch einen Punkt freigeschaltet. Das ist das allerletzte Spiel. Und ich würde sagen, ja komm, wir gehen rein. Das ist halt, das fängt sofort an. Wir spielen einer gegen Computer. Letzte Folge wird halt ein bisschen länger, was soll's. Ich weiß nicht, ob wir hier aggressiv spielen sollten. Aber wir machen es einfach. Wir machen Optionen, wir machen Geschwindigkeit auf Mittel tatsächlich, weil ich doch ein bisschen mehr Kontrolle haben möchte über meinen Spieler. Soll ich aggressiv spielen? Das ist jetzt die große Frage. Ja. Oder? Ich glaube, wir haben keine Chance. Wir machen taktisch. So, und dann gehen wir mal rein ins Spiel und gucken wir mal, ob wir das letzte Spiel auch noch gewinnen können. Das sind nämlich hier so kleine Flügelkollegen, so kleine Böse. Und diese Feuerteile hier ist natürlich auch böse. Nummer 7, komm. Setz dich durch, ich hänge schon wieder in der Mauer fest. Das ist natürlich echt scheiße. Das ist natürlich echt kacke. Und es ist auch Lava, durch die wir da schwimmen müssen. Also die Gesundheit wird hier ordentlich leiden. Und das ist der Grund, warum wir hier Spieler haben wollten, die ordentlich was aushalten. Das war natürlich schade.
Gut, dass die sonst nichts können, ne? Was denn nu? Achso, Ball ist raus, okay. Nein, haltet ihn, haltet ihn. So, du gehst jetzt nach vorne hier, Kollege. Oder auch nicht. Lauf, Forrest, lauf. Ich hänge hier fest. Nein, hänge ich nicht. Oh nein, ich habe den Ball verloren. Nummer 3, komm, setz dich durch. Setz dich durch, Nummer 3. Oh nein, Nummer 3, warum setz dich nicht durch? Wer hat eigentlich den Ball? Ich? Was für ein Ding. Nummer 7, komm. Wer hat denn jetzt den Ball? Er da. Der da hat den Ball, hol ihn euch. Ah, da habe ich den Ball. Ah, da habe ich den Ball wieder weggeschmissen. Das ist doch nicht wahr. Komm, hol das Bällchen. Nummer 3 hat den Ball, so komm jetzt aber los da mit dir. Was ist denn da los? Nummer 3 hat schon wieder den Ball. Kommt aber nicht aus der Ecke raus da, komischerweise. Da hängt es manchmal in der Ecke fest, ne? Da hänge ich so fest. Das ist nicht gut. Ja. Ich will mal gucken, ob wir es im First Try schaffen. Wenn wir es nicht im First Try schaffen, dann müssen wir natürlich das Spiel laden und dann in der nächsten Folge zusehen, wie wir klarkommen. Nummer 9 ist schnell, oder? Nummer 9 ist schnell, aber nicht schnell genug. So, komm Nummer 7, jetzt aber ran hier. Nummer 9 hat das Bällchen. Nummer 9 wirft und wirft daneben. Ich kann es nicht fassen. Ein Punkt wäre ja schon schön gewesen. Wäre ja schon mal was gewesen. Ne? Schade, schade, schade. Ja, wollen wir mal gucken. Ob wir hier noch was reißen können. Die machen hier komische Sachen manchmal, ne? Muss ich ganz klar sagen. Und die vermöbeln einen auch ordentlich. Aber wir haben ja guterweise, gut, dass wir die Skorpione haben. Nummer 7, komm, gib Gummi. Ja, Nummer... Nimmst du den Ball nicht mit? Was hättest du tun sollen, Digga? Ja, Nummer 9 hat den Ball, Komm, komm, Nummer 9. Wenn man so schräg läuft, dann ist das irgendwie komisch. Ah, das ist ein hartes Spiel, Leute. Noch härter, als sie sonst waren. Nee. Da wird gleich gekloppt, ne? Ah, oh, da wird schon wieder gekloppt. Scheiße. Hilfe. Komm Nummer 7. Da hängt ja schon wieder in der Ecke fest. Das ist doch scheiße. Mach was. Komm rüber da. Ich weiß nicht, was die da machen. Die verlieren den Ball immer. Zack. Da habe ich ihn getackelt. Ich? Böse Fouls? Tot? Was? Ich habe den Schiri angeklickt, ne? Oh, ist ja doof. Welcher ist es denn? Schwer zu sehen, ne? Der hier? Nö, der nicht. Dann ist es wohl der hier. Ja. Nummer 1 ist tot. Das ist schon mal schade. Schade, der schnellste hier ist Numero... Oh, schwer zu sagen.
Ich würde mal unsere Nummer 10 einwechseln. Ach nee, so wollte ich das nicht. Danke, Nummer 10 einwechseln, was soll's. So, gelitten hat Nummer 3 und Nummer 7. Die können wir noch ein bisschen durchhalten, glaube ich. Ich hoffe es zumindest. Oh. Nummer 7 ist irgendwie unsere einzige Hoffnung scheinbar. Aber irgendwie auch nicht. Das ist halt das Problem, die sind halt langsam, ne? Das ist halt das Doofe daran. Das ist das Doofe darin. Oh Mensch, was ist los? So. Nee, doch nicht. Komm schon, mach was. Heb den Ball doch auf, Digga. Nummer 7, komm. So, gib Gummi jetzt. Nummer 7. Ach, Nummer 7 ist auch schlapp geworden. Zu schlapp. Ja, sehr schön. Passt euch den Weg da durch. Habe ich aggressiv gemacht oder habe ich taktisch gemacht? Boah. Ja. Der Ball ist im Aus. Das ist ein langes Spiel. Das letzte Spiel. Mensch. Ihr müsst da schon irgendwie hinkommen, ne? Irgendwie was machen. Das ist sehr schwer hier. Scheiße. Hilfe, nein. Ja, gut. Spiel den Ball ab. Wollte ich sagen. Nummer 7, komm. Setz dich durch. Setz dich durch, Nummer 7. Nein, macht er nicht. Nicht so richtig. Verdummt! Verdummt! Ist das ein hartes Spiel? Warum läuft meine Nummer 3 hier jetzt nicht ordentlich? Das verstehe ich nicht. Balle Maus. So, jetzt aber ran hier. Nummer 9. Was ist denn mit dir? Ist das irgendwie alles bei den Nummer 12? Ich schon wieder? Das gibt's ja gar nicht. Tja, aber solange die auch nicht treffen, ist ja alles gut eigentlich. Aber das wird ein ewig langes Spiel werden. Ich bin gespannt, ob wir da hier gewinnen können. Nein, Nummer 3, komm. Das gibt's nicht. Junge, Junge. Ein böses Spielchen. Komm, Nummer 6. Komm, Nummer 7, ja. Hol das Bällchen. Ach, das gibt's doch nicht. Es ist so scheiße schwierig, hier durchzukommen. Nummer 3 läuft. Nummer 3 läuft. Nummer 3 läuft. Nummer 3 läuft. Wirft. Nicht. Schade. Wir haben den Ball verloren, ne? Wir haben schon wieder den Ball verloren. Oh. Hol ihn euch. Oh, Scheiße. Ein böses, böses Spiel. Kacke, kacke. 2. Und das war erst das erste Dings, ne? Ohoho. Harte Sache, Leute. Harte Sache. Ich sag's euch. Ich sag's euch, das wird ein hartes Game. Wenn es das nicht schon ist.
Mann. Warum trifft er den nicht? Ja. Es ist sehr, sehr schwer, Leute. Das kann ich euch sagen. Ich hätte gerne mal eine Auszeit genommen irgendwie, wenn ich wüsste, wie das ging. Es ist nicht so einfach. Das sage ich andauernd hier bei dem Spiel. Ich weiß. Aber es ist auch so. Leider. Nummer 7, komm schon. Nummer 7, wirf. Oh, Nummer 7, was ist mit dir? Alter Schwede. Nummer 9. Nummer 9? Nummer 9? Jawohl. Ich wollte jetzt nicht irgendwie noch durch einen Fehler machen, indem ich den anklicke oder sowas. Da hatte ich keine Lust zu. Beziehungsweise hatte ich da nicht so, hinterher hätte ich noch was falsch gemacht und dann wäre wieder alles schief gegangen. So hat er den Punkt gemacht, das war gut. Das war sehr gut, mein Liebster. Mein Gutster. Mein Gutster, komm schon. Holt euch die Pille da oben. Wirf einfach, wirf einfach. Nein, wirft er nicht. Er wirft nicht. Er wirft nicht. Er wirft nicht. Er wirft nicht. Nummer 3. Na. Nee. Nicht bekommen. Kommt schon, Jungs. Was? Ich habe den Ball hier runtergeworfen. Das ist das, was passiert, wenn man hier einfach mal drückt. Und so. Ey, ich hab doch gedrückt. Schnappt ihn euch. Holt den Ball wieder. Holt es wieder, holt es wieder. Nein. Was, war da drin? Oder war da daneben? Nein, er war drin. Oh, Kage. Viertes Siebtel. Quasi. Da hätte ich fast den Ball gehabt. Hätte ich ihn da irgendwie reinmachen können. Jetzt hänge ich da schon wieder fest. Es ist halt verbuggt auch, ne? Es ist, macht das doch doppelt schwer, die ganze Kacke. Da hänge ich schon wieder fest. Seht ihr das? Ich komme da nicht raus aus der Ecke da. Komm da weg. Das gibt's doch gar nicht. Es ist ein bisschen verbuggt hier gerade. Das ist schade. Es ist sehr schade sogar. Nein, ey, was ist denn da los? Ich wollte doch abspielen. Warum geht das denn nicht? Nummer 3, tankt sich den Weg da durch. Komm, wirf einfach, wirf einfach, wirf einfach, wirf einfach, wirf einfach, mach einfach irgendwas. Oh, ich bin drüber gesprungen. Ich blöd, Mann. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas bringt. Ob man da vielleicht, wenn er da hinwirft oder so. Das weiß ich eben leider nicht. Komm, Neumi. Ich hab die 7, ich hab den Ball, ich hab alles klar. Nein, wir schaffen es nicht. Wir kommen nicht durch. Noch nicht. Noch nicht wieder durchgekommen hier. Könntest du mal den... Was? Ey. Liebe Leute, nein, nein, nein. Oh. Uiuiuiui. Die haben auch den großen Vorteil, die können ja drüber fliegen, ne? Aber das soll uns ja nicht jucken, ne? Wir wollen doch hier das Spiel gewinnen. Komm. Danke. Oh, das war so knapp schon wieder. Das war so knapp. Schon wieder. Es kommt mir so vor, als wenn Nummer 7 der einzige wäre, der hier einigermaßen klarkommt, der sich da durchtanken kann. Das sind die anderen kriegen hier gleich aufs Mett. Die an Nummer 7 ist da ein bisschen robuster, scheinbar.
Okay, jetzt sind wir 7, ja. Nummer 7 ist unaufhaltbar. Und Nummer 7 macht das Ding. Sehr schön, Nummer 7. Ich bin so froh. Unentschieden haben wir erst. Oh, kacke. Da müssen wir uns aber jetzt mal echt dran halten. Ich dachte eigentlich, wäre die Führung gewesen. Leider war es das nicht. Was ist jetzt los? Bei denen ist einer tot. Also sehr gut. Spiel ist vorbei. Wie jetzt? Auch nicht schlecht. Aber wir haben verloren. Obwohl es unentschieden steht und einer von denen gestorben ist, haben wir das Spiel verloren. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da werden wir es nochmal versuchen. Und ja, bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.